Wir müssen ein bisschen ruhig sein. Die Ussi schläft noch, die hat nämlich heute Geburtstag und ich mache hier jetzt den Frühstückstisch. So, und jetzt schauen wir mal, ob das Geburtstagskind schon wach ist. Kommt mir einfach mit. Ah, du bist ja schon wach. Es war so leise heute Morgen, da bin ich einfach aufgewacht. Aber Ständchen singen wir trotzdem, oder? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Ursi. Happy Birthday to you. Dankeschön. Das ist ja ein guter Anfang. Und jetzt wird's privat. Wir sind jetzt so ziemlich am südlichsten Punkt vom europäischen Festland.
Ja, genauer gesagt, wir sind in Tarifa. Ja, und jetzt geht der Weg schon zu Ende, da darf man nicht mehr rein. Nee, leider nicht. Also wir schauen irgendwo, dass wir noch irgendwo anders vielleicht ein gutes Plätzle finden. Genau, wir wollen euch noch Afrika zeigen. Ja. Die Fahrt daher war ganz gut, oder? Oh ja, halt Spanisch. Ja. Ist nicht ganz so einfach, ja. Ja, ja, und an der engsten Stelle ist es natürlich nur ein Jogger entgegengekommen, ja. Ja. Und der Lastwagen von hinten. Und der Jogger, der wollte seinen Lauf nicht unterbrechen. Der hat sich dann seitlich gemacht und da sind wir gerade aneinander vorbeikommen, dass uns der Lastwagen nicht streift. Ja, aber also wir haben alles so gut überstanden. Ist nicht so ohne hier mit dem Fahrrad, ja, unterwegs zu sein. Also so deutsche Verhältnisse. Muss man sich ein bisschen umstellen. Ja, ist in Deutschland auch manchmal ein bisschen abenteuerlich. Aber das Meer hat eine wunderschöne Farbe, das zeigen wir euch natürlich gleich. Und der Wind ist sehr frisch, aber es ist trotzdem angenehm. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wir sind ja nur mit Jacke. Wenn man sich so die Wetterberichte von Deutschland anschaut, dann muss man sagen, da geht es uns eher wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir das Meer mit seiner schönen Farbe. Da üben ist Marokko und ein riesengroßes Frachtschiff kommt da. Der kommt aus dem Suezkanal und fährt jetzt in den Atlantik. Echt? Ja. Was der Helle alles weiß. Das sehe ich ihm an. Und da hinten fährt auch schon ein Riesenfrachter. Und den wird man jetzt vom Video aus nicht sehen. Also die Straße von Gibraltar ist sehr stark befahren. Mhm. Und es ist ja die Route von Suezkanal durch die Straße von Gibraltar und dann nach Rotterdam, Hamburg und so weiter und so fort. Spannend hier, ja? Mein schlauer Helle. Ja, ja, die Ursi, die lernt schon was bei mir. Schon so alt, ja, und lernt immer noch was. Ach, war das wieder nett gesagt, oder? Gestern war sie auf jeden Fall der Jünger. So ist es im Leben, es geht weiter. Castillo, ja, und Maske ist obligatorisch. So, jetzt gucken wir uns das alte Gemäuer an. Ja, das, genau.
Wir sind hier direkt vor Afrika und Afrika liegt hinter Stacheldraht. Gehen wir sie? Ja, und da geht's nach Afrika. Einfach den Weg entlang. Ursula auf dem Weg nach Afrika. Ja, es sieht aus, wie wenn hier eine Flut käme und ich mich beeile. Spring los! Jo! Strandgut gefunden. 2 Cent. Was man alles findet. Und schlechtes Wetter akzeptieren wir nicht. Naja, schlechtes Wetter ist natürlich wieder maßlos übertrieben. Nein, ist ein Stückchen blauer Himmel da, aber ihr seht ja, über Afrika ist das Wetter nicht so toll. Ja. Marokko liegt im Trüben. Also heute ist er halt etwas bewölkt, aber das ist jetzt nicht der Grund, weshalb wir weiterfahren, sondern einfach, wir waren jetzt hier ein paar Tage in Tarifa, haben das alles genossen, waren auf dem Campingplatz, wie heißt er, Rio? Dingsbums. Ja, genau. Ja, wir blenden es nochmal ein, wie er hieß. Und ja, und jetzt fahren wir einfach weiter. Wir waren zwar nur ein paar Tage da, aber die Ursi ist ganz schön einfahren in der Zeit. Ja. Unmöglich, wie charmant dieser Mann heute Morgen schon wieder ist. Ich bin bloß ein paar Tage gealtert und hier ganzes Jahr. Ja. Nein, es war sehr schön hier, ist sehr windig natürlich. Tarifa ist ein wunderschönes Städtchen, muss man sagen. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen, dass das südlichste Festlandzipfel Europas ist, ist natürlich auch eine Besonderheit. Also lohnt sich auf jeden Fall herzufahren. Ja, ist ja auch schon eine ziemlich alte Stadt.
Ja, und wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Bilder zeigen. Jetzt sind wir hier nochmal extra auf den Aussichtspunkt hier gefahren. Ja. Und weil wir dachten, wir könnten hier nochmal schön nach Afrika rüberschauen, aber es ist halt heute leider viel zu diesig. Wir können das trotzdem mal zeigen noch, ja, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Die Aussicht ist trotzdem bombastisch. Ja, und in dem Fall verabschieden wir uns jetzt aus Tarifa. Ja. Ja, wir hoffen, dass wir bald ein Video wieder Richtung, wir fahren jetzt Richtung Cádiz, Jerez und so weiter. Und das wird dann unsere letzte südliche Station sein. Nach Portugal fahren wir nicht. Nee, vermutlich hätte wir das. Wir müssen dann schon langsam wieder uns Richtung Heimat begeben. Deutschland orientieren. Also jetzt sind wir 5 Wochen unterwegs. Ja. Und die Reisezeit geht langsam dem Ende entgegen. Und aber wir fahren noch Richtung Cádiz jetzt erst einmal. Ja, über genau. Also aber Portugal fällt aus. Ja, das hast du jetzt schon mal gesagt. Also, dann sagen wir jetzt einfach wieder mal tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wieder über ein Like. Und wenn ihr das nächste Video sehen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Ja, genau so machen wir es. Ciao. Oder und ihr macht es genau so. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Jawohl, tschüss.